Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, oh. Eligella. Like I'm Balotelli. Ooh, oh. Why always me? Ooh, oh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Oh oh, nein! Erstes Weekend-Link-Spiel. Ich gehe mit Jessic und Nick Woltemade in den Kampf. Nein. Dorsch Arnold, Noah, Jessic, Timo Werner und Illich im Sturm. Digga. Nick Woltemade. Jessic! Ja! 1-0, Jessic Gankamp. Superman. Kenn ich von Ibiza, Freunde. Digga, mein Gegner dachte, der kriegt einen absoluten Win geschenkt. Aber wo ist jetzt gegen jemanden zockt, der aus seinem Leben zockt? Ja, das ist Chelsea. Illich, Illich, Illich. Das ist Fußball. Und wir liegen 2. Ach man, Digga, 2-1. Nur Körper zwischen. Mocky, das ist Quatsch. Was? Jordan geht einfach weg vom Ball. Timo! Schlotter? Das will ich von dir sehen. Oh oh. Oh oh. Schlotter gegen den frischen Lozano. Oh nein. Ja, Mantel, du bist der Beste. Aber Willi macht schon keine Sorgen, Chat, der ist erfahren. Das ist ein Weltpass. Ich glaube, der Controller fliegt. Ja, wir haben es geschafft. Der Controller ist geflogen. Digga, erstes Weekend League Spiel, Freunde. Wir sind aus Versehen mit dem Quid-Team ins Spiel gegangen. Hilfe. Wir standen 0-0. Der hatte jetzt eine absolute Krawatte. Und illegal lag eins zu hinten. Hey, nice Tor. Mann, Digga, diese verkackten Weekend-League-Server, ich hasse sie so krass. Ich spiele gegen euch ganz normal, so die drehen sich und sowas. Hier ist schon wieder wie so ein anderes Spiel. Wir liegen 2-1 hinten. Nice, aber die Weekend-League wird auch immer veröter, ne? Niceness. Oh mein Gott, wie geht der nicht rein? Oh nein. Mann, ey, es geht immer alles rein gegen mich, ne? No. So, wir bleiben dran. Aber es ist schon wieder ein EA Sports Vancouver Canada Spiel, ich merke das. Oh mein Gott. Guck mal, das ist immer nur in der Weekend League so. Es ist nur, wenn ich gegen die zocke. Das ist wirklich so, als wenn die Weekend League ein Modus ist, wo verarscht wird und das andere aber nicht. Nie. Das ist unglaublich. Bruder. Es ist so krass. Es ist so krass. Ich glaube, ich fahre ins Tor. Mann, Digga, es ist so krass. Es ist so heftig. Auf 2. Aha, wir bleiben dran, Chat. Läuft's in Berlin? 4-4. Nee, doch. 4-4 Verlängerung. Aber ich habe hier ein EA Sports Vancouver Canada Spiel. Sowas ist auch schon wieder so heftig. Das ist. Ich meine das ernst, Eldos. Ich sag, in der Weekend League ist irgendwas faul so. Da ist irgendwie was gemacht worden. Wir gehen uns selber schießen. Mann, wir werden safe verlieren, Freunde. Safe, 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 safe. Ich habe noch kein Elverschießen dieses Jahr gewonnen. Und es ist so ein Spiel. Es ist so ein typisches Spiel.
links, glaub mir, von dir aus links. Mann, Digga. Oder es kann doch nicht sein! Wir verlieren immer, Chat. Ich habe noch nie ein Elferschießen gewonnen in diesem FIFA. Fünftes Mal oder so. Unglaublich. Es war so ein krass. Es war. Ich hab's direkt am Anfang gesagt, ne? Guckt's euch an, Digga. Erste Elferschießen. Ich hab's wirklich in der ersten Minute gesagt. Du kannst das nicht vergleichen, ne? Klassisches Spiel, Division Rivals Weekend League. Man merkt das. Nice. Boah, ist das schlimm, ne? Weekend League, Wochenendliga. Ist das schlimm, die Wochenendliga? Ey, Bruder, ich kann das nicht mehr, Freunde. Ich sag das komplett neutral gerade und ich bin wirklich ruhig. Du kannst das nicht ernst nehmen, FIFA-technisch. Wie geht denn sowas nicht rein? Was war das? Ganz kurz mal, guck mal, er wählt die ganze Zeit Varan an, guck mal, die CPU, wie perfekt. Erinnert mich bitte. Gestern war auch schon wieder richtig ruhig. Man kann nicht spielen in EA Sports, es funktioniert nicht. Es ist heute Samstag, ne? Das heißt, es ist wieder Tweet-Samstag. Also, wenn ich jetzt verliere, schrei ich rum. Endlich, Digga. Endlich. EA Sports. Sag mal her, Patrick. Oder? Das ist so heftig krass, ne? Es ist so krass. Aber Freunde, seht ihr das wenigstens? Der geht dann rein, oder? Und der geht dann rein. Es ist so krass. Freunde, ich kann nicht mehr. We talk, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich würde am liebsten hier gerade rumschreien, aber ich habe keine Kraft. Ich bin leicht krank. Es ist so eine krasse Verarschung. Ich bin im Ton, ich gehe gleich in Discord bei Willi rein. Wie nichts reingeht. Ich gehe jetzt in Discord bei Willi rein. Dreckspiel. Und ich würde am liebsten rumschreien, aber ich mach's nicht. Weil wir eh schon im Loch sind. Sind eh im Loch. Und ich gehe jetzt hier in Discord rein und ich hoffe, dass die anderen, die ins Loch fallen, mit mir da einen Platz nehmen. Anders kann ich mir nicht verstehen. Wo war denn dieses zweite Tor? Guck mal bitte, was ich mit Vieira mache. Guck mal, das ist Patrick Vieira. Gegen wen ist es? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Patrick Vieira zweimal das Kopfballduell verliert? Okay, das geht. Das kann ich irgendwo noch verstehen, aber... Alter Schwede. Hier auch, ne? Also... Ich mache ein Tackling, Freunde. Ich bin baff, ne? Ich mache hier ein Tackling. Also, es ist krass. Das ist ein Pass-Chat.
würde am liebsten was sagen, aber ich sag es nicht. Und ich kann hier nicht mal irgendwas kaputt machen, weil ich hier nichts mehr habe. Und ich habe hier alles dreckig gemacht, aber ich kann nicht. Ich bin beruhigt. Ich bin beruhigt, Jet. Ich habe mich wieder gefangen. Wir haben Spaß. Wir machen unser Ding. Ich bin gesund. Das ist das Wichtige. Das Wichtige ist, dass ich gesund bin. Und das ist wirklich das Allerwichtigste. Ich würde am liebsten... Ich könnte jetzt meinen Bankdrückrekord brechen, ne? Jetzt! Könnte ich so ein Glas... Nein, das geht nicht. Ich kann nichts. Ich habe hier nichts. Ich habe nichts. Ich kann nichts machen. Was ist das hier? Das war jetzt besser als 0-3. Bruder, ich spiele gegen die besten Spieler vorher. Und dann merke ich... Jetzt nicht. Bitte. Ja. Jetzt nicht. Es ist so krass, ne? Ich kann das nicht mehr. Willst du spielen? Ja, komm. Hi, Willi. Hi. Hey, mach dir nichts draus. Hab auch schon dreimal abgeschlossen. Nee, ehrlich, ich liege am Boden und ich werde bespuckt von denen. Willi, es mal. Ist Willi, ich kann das alles nicht mehr. Willi, ich kann es auch nicht. Ich habe schon gesagt, ich werde nach Kanada ziehen, werde mir einen Hund holen und wir werden gemeinsam vor denen in ihre Haustür scheißen. Wirklich, ich werde mir einen Hund holen und wirst mich mit nackten Hosen vor denen ihr Büro sehen. Digga, dieses EA versteht es nicht. Es brennt im Haus und die sind zu dumm, eine Feuerwehr zu rufen. Verstehst du, was ich meine? Symbolisch, es brennt. Nimm den Hörer in die Hand. Ruf an! Digga, es ist so krass, Willi. Du machst die Playstation an und du wirst von diesem Spiel sowas von krass verarscht. Das kann man sich nicht ausdenken. Junge, und jetzt, ich erzähl dir mal kurz und knapp zusammengefasst meine Weekend League. Ich habe 4 Spiele. Mein erstes Spiel wurde ich penetriert, starte 0-1, komme auf ein 1-1, mach mein drittes Spiel. Und was ist? Ein Ehrenbruder, ein Abonnent, der 10 Monate bei mir Sub ist, Eli, drückt mir ein 3-0. 3-0, der Mann. Eli, du musst dir überlegen, wir kennen uns 10 Monate quasi, ne? Also, und warte, gab's danach noch einen Blog oder gab's dann GG oder gab's dann eine Insta-Markierung? Was gab's denn dann da? Mann, ich hab ihm gesagt, komm mit mir in die Dusche, das ist mein Gerät, zeig mir dein Gerät und hab ihn am Ende gebrochen in der Halbzeit. Hast du gewonnen oder was? Und ich hab noch gewonnen und dann hab ich ihm auch das beigebracht, was wir ja immer sehr gerne vermitteln. Auch mal die grünen Seiten des Spielfelds zeigen, hä? Qualitätscontent auch mal hier bei uns. Digga, ich hab die Playstation angemacht, Willi. Ich bin leicht krank, weißt du, ich hab Kopfschmerzen, ich hab ein bisschen Halsschmerzen. Ich dachte mir nichts dabei. Ich dachte mir, ey, weißt du was, ein bisschen Weekend League, ein paar Icon Packs, ein bisschen chillen. Ich gehe ins Spiel rein und du wirst dann da teilweise wirklich, es ist ein anderes Spiel, Weekend League. Jeder Modus ist anders, aber diese Weekend League, ich sag es jetzt, dieser Weekend League Modus ist der schlimmste Modus, den EA jemals hatte von Sachen Weekend League. FIFA 17, seit der FIFA 17 Weekend League ist das hier die schlimmste, die es gibt. Von den Servern, von dem Prinzip, also wie es aufgebaut ist, von diesem ganzen Scheiß, Digga, dass du unter der Woche Playoffs machen musst. Und ich werde danach auch einen Tweet machen wieder. Weißt du, was ist eigentlich, an was es fehlt? An allem, an allem fehlt es. An Intelligenz, an allem. Gib mir die 5 schlauesten Männer, die sowas programmieren können und ich zeige mit dem Finger auf dem, was sie machen müssen. Nee, so nicht. Super Spiel, kriege ich hin. Das kann doch nicht so schwer sein. Sucht euch vernünftige Programmierer, gebt denen 1 Million in die Hand und es rentiert sich sogar, wenn die denen 1 Million geben. Ich weiß, wie die da in Kanada rumlaufen und das sage ich hier ganz offen im Büro. Die laufen da so barfuß hoch, haben ihre Anzugshose so ein bisschen hochgekrempelt. Der Chef bringt einmal so in einer Stunde, gibt so eine Klingel, wo die sich dann treffen irgendwie und irgendwie nochmal so ein Entspannungs-Yoga machen. Die haben da eine Atmosphäre, das ist super. Unglaublich. Ja, ja. Da kommt dann eine, wir haben ja hier gerade wieder eine Nachricht bekommen, die Server sind nicht so gut. Da sagt der Chef, jetzt gerade nicht, wir trinken hier gerade Chai. Ja, wirklich, Digga. Und dann kommt die auch aber erst im Schneidersitz, Digga. Ja, im Schneidersitz, genau. Und die haben ihre scheiß Meetings, das sind in so einem Raum, da gibt jeder vorher sein Handy ab fürs Chakra, dass da gar kein negatives Chakra ist. Jeder muss vorher die Schuhe ausziehen. Dann wird sich da hingesetzt, jeder im Schneidersitz. Und dann wird jeder erzählt erstmal über sein Wochenende, wie sein Wochenende war und so. Und die haben da auch keine Stühle, sondern diese Sitzbälle. Ja, diese Sitzbälle. Und die haben so einen Redeball. Und dann wird auch, das ist halt dann so. Und die hat den Redeball, da hat einer den Redeball und nur der darf reden. Und da wird erstmal, bevor wir ins Geschäftliche kommen, Freunde, wenn die Server scheiße sind, wenn da irgendwas gerade down ist, die Weekend League, die Server sind down, du kannst nicht spielen oder so, dann wird erstmal trotzdem
wie es auch so steht. Jeder erzählt erstmal, was er am anderen mag und was er an den anderen vielleicht nicht so mag. Aber das hat nichts mit FIFA zu tun, sondern einfach generell. Jeder darf mal erzählen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und wenn sie dann entscheiden, so Team of the Week, dann kommt die Dartscheibe, da kriegen sie dann ein paar Spieler vorgeschickt und dann darf jede Woche jeder mal neu werfen. Weißt du? Und bei dem nächsten Event, so wie man das Event macht, Freunde, da wird dann per Los entschieden. Da gibt es so vernünftige Lose und schlechte Lose, also einmal so ein paar Spaßlose, sowas wie, lass uns einfach mal eine Weekend League machen oder einfach mal ein Event machen, wo einfach irgendein Spieler komplett random irgendwelche Werte bekommt, so wie jetzt dieses Freitags-Event mit Adidas. Und da gibt es aber auch die vernünftigen und dann wird gelost. Das läuft dann halt auch meistens so ab, wenn ein vernünftiges rankommt, dann denken sich aber, ja, nee, das ist doch zu langweilig, das könnte denen doch gefallen, lass uns doch mal lieber Kein Reiz. Ja, lass uns doch mal lieber was anderes machen. Lass uns doch weiter dieses Spaß-Event haben. Und mindestens einmal die Woche gibt es eine Motto-Woche. Letzte Woche war ein Indianer. Hat sich der Chef als Häuptling verkleidet. Ist der blöd. Kümmer dich ums Spiel. Aber Willi, soll ich dir mal was sagen? Die Männer sitzen in Miami, also die Chefs, die sitzen in Miami, die haben so Tiger und so als Haustiere, die wissen nicht mehr, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Die holen sich einfach immer so Boote und so, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ja, und die interessiert gar nichts, die lesen, die gucken sich den Stream an und die denken sich, ach, guck mal, der schon wieder. Weißt du, wie das bei denen ist? Das läuft wie The Wolf of Wall Street ab. Die sitzen da auf ihrer Yacht, im Hintergrund läuft kein Suna, sondern dieses Das läuft im Hintergrund. Ich möchte übrigens nicht gedisrespect werden. Ich habe mir Romelu Lukaku gekauft für 24.500 Coins, Chat. Ausrufezeichen Trading. 24.500 Coins. Guckt euch an, wie viele ich von dem Mann habe. Ich habe so viele für den Mann. Und jetzt, weil ich den Markt analysiert habe, Ausrufezeichen Trading, weil ich kann das, Chat. Ich habe ein Auge dafür. Das ist einer meiner Talente. 32.500 Münzen. Ich mache pro Romelu, pro 40 CM, mache ich After Taxes um die 8.000. Eli, und ich möchte nicht gedisrespected werden. Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt vielen mittlerweile auf dem Herzen und ich möchte dir auch gar nicht nahe treten. Aber deine Aktien und deine Marktanalyse mindestens Top 200 schlechtesten. Nein. Wirklich. Doch, das liegt so viel auf dem Herzen. Ganz kurz mal. Ich zähle jetzt, wie viel Coins ich 32. An Eli, meine Mitspieler sind sauer auf mich. Hör mir zu. Anfangs FIFA fragen die Männer mich, in wen die investieren sollen. Ich bin mit dir im Discord. Quatsch die voll. Resultat weißt du ja selber, ne? Chat, guckt euch bitte an, wie viel. Guck mal, wie die Coins reden. Guck mal, die Zahlen lügen nicht. Guck mal, sie gehen sofort weg, Willi. Sie gehen sofort weg. 32.500 Coins weg. Ich mache hier pro Romelu 8.000 Gewinn gerade. Willi, mach doch mal mit jetzt 600.000 Varan und 100.000 Gomez, habe ich meinen Mitspielern gesagt. Habe ich genauso durchgegeben. Van Dijk, auch noch nie so billig auf dem Markt gewesen. Und Richard, der steigt. Und was ist passiert? Richard geht noch auf 32, Chat. Meiner Meinung nach Top 100 Trade Richarlison gewesen. Wir fallen wie Fallobst. Richard Richarlison geht noch hoch, Freunde. Ich hab doch das gewusst. Der spielt jetzt morgen gegen City, macht 2 Tore, kriegt eine Inform und dann muss er eigentlich wirklich, also laut Adam Riese sollte der Mann mindestens auf 33.000 gehen. Elis Trading Tipps ist gleich EA Server. Wegen Eli wächst mir auch kein Bart. Dein Tweet heute war so bodenlos. Was hast du heute für einen Bart gemeint, Willi? So, dass du mich nach dem Bart fragst, der jetzt seit ein paar Tagen ein paar Schamhaare hat. Nein, sich ganz klar zurück, okay? Oder ich frag nur aus ehrlich jetzt, aus weil Eli hat kommentiert und ich dachte, Eli hat das ernst gemeint mit Bart. Wie? Welchen Bart? Wie? Ja, der Bart gemeint, der Bart? Ja, weil Oder drunter haben so kommentiert, Leute, ich glaube, Eli. Erstmal so, um das alles zu unterbrechen, dass ich mir einen anhören muss, der in Berlin sitzt und da ein paar Krümelchen noch im Gesicht hat von seinem Schokokuchen, den er da gegessen hat, weil er Trading-Weltmeister ist, lass ich mir nicht sagen. Weißt du, Eldos? Ja, aber ich habe nicht gewusst, dass du echt also den Bart meinst. Ja, doch, ich meiner Meinung nach bin ich Bartträger. Bist du auch? Ich bin offizieller und was bist du denn für ein Bartträger? Wie bezeichnest du das denn, die Krümelchen? Das ist ein Bart. Warte mal, lachst du gerade? Ich verstehe die Atmosphäre hier gerade nicht. Willi hat einen super Oberlippenbart. Danke. Ehrlich jetzt.
Also ganz kurz mal, wenn das als Bar zählt, ja, okay, dann hab ich dann will ich nie wieder hören, dass ich nicht in der Wildnis überleben würde bei Seven vs. Wild. Wenn das als Bar durchgeht, dann möchte ich nie wieder hören, dass ich es nicht schaffen würde. Das ist ja unglaublich. Du lebst in einer Parallelwelt, Willi. Wenn du meinst, aber ich bin festlegen, dass ich einen Bart hab. Digga, schaust du dir gerade meine Bilder an? Nee, ehrlich. Doch, ist aber. Das ist. Oh nee. Mein Gott, egal. Mach dein Ding. Ich lass mir von. Ich könnte jetzt in 0,nix in eine Bartgruppe joinen. Und die sagen herzlich willkommen. Eli, du hast auch keinen Bart. Nee, was? Warte mal, was? Er sagt, er hat einen Bart. Ich bin gerade sauer auf dich, ne? Hä, aber ist das kein Bart eigentlich? Das ist ein Bart, ey. Das Alter, lass dich nicht von dir. Könnt doch nicht das als Bart betiteln. Findest du, du hast einen Bart? Willi, ich hab viermal so viel Bart wie du. Was ist denn das? Ja, bist der Beste, ja. Als kleines Kind hattest du schon Bart, ne? Die ist auf Welt gekommen mit Bart. Ey, du hältst deine Fresse. Du musst mir jetzt die Icon beschreiben. Ich guck nicht hin und der Chat guckt auch nicht hin. Okay. Also, ich guck. Hoffentlich nicht Manuel, naja, wieder. Drück X. Also der Chat sieht auch nichts, ne? X, öffnen. Okay, du musst erstmal die Position mir sagen. Kennst du ihn? Kennst du diesen Spieler? Dann ist schon mal Quatsch. Also doch, ich kenne ihn, aber ich habe ihn jetzt nicht so oft auf dem Platz gesehen. Okay. Also es ist ein Mittelfeldspieler. Ja. Welches Land? Argentinien. Oh nein. Oh nein. Hat er eine Glatze? Nee. Oh mein Gott. Und seine Passfähigkeit ist 99. Mann, du bist nicht lustig. Hat er... Viele Haare? Ah, ich weiß, scheiße. Hat er unter 80 Pace? Also Schnelligkeit? Also PAS ja. Oder SCH? PAS. PAS ist, nein, über 80. Nein, das ist, was ist oben links die Zahl? Also, nee, okay, warte. Schnelligkeit steht da auf der Karte. SCH, glaube ich. Über 80. Oben links die Karte, also links, links. Links in der Mitte, über 80. Tempo ist nicht über 80. Tempo ist nicht über 80? Ja, es ist Riquelme, Chat. Mann, es ist Riquelme. Es ist auch immer alles so schnell. Es ist Riquelme. Ich wollte dich erst ein bisschen verarschen. Es ist Riquelme. Den hast du noch nicht so oft auf dem Platz gesehen? Wann hast du den überhaupt mal gesehen? Ich wollte nur nicht so ahnungslos rüberkommen. Oh mein Gott. Ist das sehr schlecht? Ich glaube, es geht nicht schlechter. Es geht fast nicht schlechter. Ey, das hast du gesehen, was ich gezogen habe? Ich hab's gesehen, Eli. Lass mich liegen, Melina. Ja, ehrlich. Eldo sagt auch, das war nicht gut. Hat Eldo das Nein, sag nicht so. Ja, er meinte, du bist voll schlecht daran und so. Nein, Eli, auf jetzt, Mann. Oha, übertreib doch nicht. Er sagt, er würde niemals dass du sein Pack aufmachst. Ehrlich? Ja. Wer? Eldo. Nein, oh. Ehrlich. Ja. Ich dachte, Eldo sind nicht so Freunde. Hast du gehört, Eldo? Sie dachte... Du bist so ein schlechter Mensch, ne? Wahnsinn. Er meinte, wie kommst du drauf? Ihr habt euch noch nie gesehen in echt. Du verarschst mich. Er sagt es. Das würde Eldos nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wirklich. Also wenn ich mich nicht verhört habe, dann... Jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich enttäuscht. Wenn ich mich nicht verhört habe, dann müsste das so sein. Eli, jetzt guck mich mal ehrlich. Hä? Ehrlich? Ey, sag's nochmal. Eli, Mann, hör auf jetzt. Nein, ach du Spaß. Hinter jedem Spaß steckt ein Stückchen Wahrheit. Nein, Eli, guck, was du gemacht hast. Ist schon auf? Machst du hier auf? Ja, guck mal, du guckst hin. Ja, ich guck jetzt nicht hin. Okay, mach auf. Ist auf? Nein. Ja, dann mach auf. Mach ich doch gerade. Sag allen, die sollen noch mal ein Follow da lassen. Und ein Sub. Es öffnet, Eli. Oh, okay. Nicht sagen wir das. Welche Nation? Frankreich. Was redest du? Ja. Defensiv? Also Abwehr? Nein. Mittelfeld? Was ist Mittelfeld? Welche Buchstaben kombiniert? Irgendwas mit M. Nee. ST? Linksverteidiger. Ach du Scheiße. Ist gut, oder? Ist der blond? Ja. Ist gut, oder nicht? Ja, lach so eklig, lach. Also du führst deine Serie fort, das ist auch mit die schlechteste Icon. Aber guck mal, er heißt Petit. Ja, du sagst, na gosh. Das heißt klein. Ich will hier keine Anspielungen machen, ich weiß. Hä? Das ist, weil du auch klein bist. Haha.